Zeit, wo Frauen auf der Straße stehen und Flugzettel verteilen und Männer relativ entspannt lächeln, in der ersten Reihe fußfrei sitzen und dazu zuschauen, die müssen einfach vorbei sein, weil wir, wenn wir jetzt von der Position, die jetzt erreicht wurde, mit diesen Methoden wirklich wieder weiterkommen, dann braucht es das Commitment der gesamten Gesellschaft. Da muss die gesamte Gesellschaft erkennen, dass man von einer echten Gleichstellung von Frauen und Männern ja auch die gesamte Gesellschaft profitiert und nicht ausschließlich die Frauen. Wir sind überzeugt davon, dass eine sogenannte Triple-Strategie hier notwendig ist, dass ich ganz klar gleichberechtigt nebeneinander sehe, Frauenförderung, Gender-Mainstreaming und Diversitäts-Mainstreaming. Frauen fördern, Männlichkeiten verändern. Und es ist klar, ganz klar in diesem Arrangement, dass es darum geht, sozusagen männliche Machtpositionen zu verändern. Der Feminismus hat als hervorragendes Projekt des 20. Jahrhunderts Gleichberechtigung erkämpft. Und ich glaube, das ist ein tolles Projekt gewesen. Dieses Projekt konnte man noch erkämpfen. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ich halte die Frauenbewegung und den Feminismus in diesem 20. Jahrhundert wirklich als Befreiungsbewegung. Das, was jetzt ansteht, ist sozusagen das Umsetzen dieser Gleichberechtigung, die Chancengleichheit herzustellen. Gender equality is a win-win. That the things that women have identified as important to them are the very things that will make it possible for men to live the lives we say we want to live. Gender equality needs men, also um einen Gleichstellungsdiskurs anzuregen und Maßnahmen durchzubringen, brauchen wir Männer, weil wir das Geschlechtersystem als wechselseitiges Beziehungsgeflecht betrachten. Männer als aktive Zielgruppe, also Männer, die quasi sich einsetzen und auch die Gleichstellung vorantreiben, aber auch Männer als die, die Ressourcen und Verantwortungen teilen müssen. Die Generationen, die jetzt nachkommen, haben andere Vorstellungen von dem, was Leben bedeutet, was Beruf bedeutet. Und deswegen müssen wir in den Unternehmen ansetzen und die Frage der Geschlechter, nicht nur der Frauen, die Frage der Geschlechter neu bewerten. Wir müssen Frauen und Männer tatsächlich gleichermaßen beachten mit den Kompetenzen, die sie reinbringen. Und eine neue Wirtschaftspolitik betreiben, die beiden Geschlechtern die Möglichkeit gibt, ihre ungeheuerlichen Kompetenzen, die sie haben, in die Wirtschaft einzubringen. Und dann wird es auch mit dem Wettbewerb klappen.